Willkommen zu Nerdlum spielt. Ich bin auf Bogano, muss in das Archiv. Und hier irgendwo hoch. Hier hoch? Nein, dann doch hier entlang. So, Lille. Ich spüre was Seltsames. Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Klettern wir mal hier hoch. Und los, BD. Ah ja. Dann platzieren wir hier mal das Astrium. Stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Frieden. Frieden ist immer eine große Hoffnung. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis. Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Das Imperium!
kann ich nichts tun. Ich kann nicht auf Einfluss nehmen. Das ist. Da komme ich her. Karte geht auch nicht. Da ist was. Da leuchtet was. Oder ist es ein? Ergibt es, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Nicht so gut aus. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Trainiert. Mach du Schande. Das war gar zusammen. Nein, ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla.
möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Trilla, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Das ist das, was mit ihr passiert ist, was ich gesehen habe. Oh ne, sie haben sie auch gefangen genommen. Also da wieder raus. So, und nun? Du solltest nicht hier sein. Ich bin an die Wand. Komm, tschüss. So. Kehre zur Mantis zurück. Nicht. Da auch nicht. Da. Da komme ich her. Da muss ich hin. Ja. Thank you.
So. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte eine Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Nein. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Keller. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Ja, toll. Kniet nieder. Es wird er zum Ritter geschlagen. Dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. So. Wie geht's denn wohl das nächste Mal weiter? Steht hier draußen jetzt noch jemand? Nee. Wo ist denn hier? Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Ich schaff das. Alles ist besser als Bracker. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Okay. Wo ist denn... Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Green? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Ich brauche einen Moment für mich. Okay. Du und Steel wart also schon ein paar Mal hier? Wir waren überall. Auf einer Nonstop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Okay. Dann machen wir hier wohl das nächste Mal weiter.